Liebe Jugendliche, liebe Pilger, liebe Brüder und Schwestern, Festiwalu Młodych, drodzy pielgrzymi, to już 31. wydanie Festiwalu Młodych w Medjugorje w tym roku pod hasłem Przyjdźcie i zobaczycie. Kto pierwszy wypowiedział te słowa? To był sam Jezus Chrystus. A działo się to zaraz po chrzcie Chrystusa w rzece Jordan, gdzie chrzcił święty Jan Chrzciciel, a towarzyszyli mu dwaj jego uczniowie. Zapewne byli jeszcze młodzi i szukali drogi życia. Komu wierzyć? Za kim pójść? Gdy Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, nazywając Go Barankiem Bożym, ci dwaj uczniowie pojęli, że chodzi o kogoś bardzo ważnego. Przecież do dzisiaj wypowiadamy te słowa w każdej mszy świętej przed przyjęciem Komunii Świętej. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Powodowani ciekawością ruszyli za Nim. Jezus, widząc ich, pyta, czego szukacie? A oni na to, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus im odpowiedział zaproszeniem. Chodźcie, a zobaczycie. I w ten sposób doszliśmy do hasła tegorocznego festiwalu. Es ist das 31. Jugendfestival in Medjugorje, das in diesem Jahr unter dem Motto Kommt und seht steht. Wer hat diese Worte zuerst ausgesprochen? Es war Jesus Christus selbst. Und es geschah unmittelbar nach der Taufe Christi am Jordan, wo der heilige Johannes der Täufer getauft hat. Zwei Jünger begleiteten ihn, sicher waren sie noch jung und suchten ihren Lebensweg. Wem sollten sie vertrauen, wem folgen? Als Johannes der Täufer auf Jesus zeigte und ihn das Lamm Gottes nannte, erkannten die beiden Jünger, dass es hier um jemanden sehr Wichtigen geht. Schließlich sprechen wir bis heute bei jeder heiligen Messe diese Worte aus, bevor wir die heilige Kommunion empfangen. Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Aus Neugier folgten sie ihm. Als Jesus sah, fragte er, was sucht ihr? Und sie sagten, Meister, wo wohnst du? Jesus antwortete mit dem Ruf, kommt und seht. Und so kamen wir auf das Motto des diesjährigen Festivals. Jeżeli ktoś nas ciekawi, a nawet intryguje, chcemy wiedzieć nie tylko jak się nazywa, ale także skąd pochodzi, skąd przyjechał i gdzie mieszka, jaki jest jego adres. I gdy nas zaprosi do siebie, chętnie takie zaproszenie przyjmiemy, bo mieszkanie pozwala nam lepiej poznać jego lokatora i wiele o nim mówi. Nawet celebryci szczycą się swoimi mieszkaniami i chętnie je pokazują w internecie. Ako nam senetko czyni za nim liv. Wenn uns jemand interessant erscheint und sogar fasziniert, möchten wir nicht nur wissen, wie er heißt, sondern auch, woher er kommt und wo er lebt.
wie seine Adresse lautet. Und wenn er uns in sein Haus einlädt, nehmen wir eine solche Einladung gerne an. Denn eine Wohnung ermöglicht uns, den Mieter besser kennenzulernen. Vieles spricht über ihn. Sogar Prominente sind stolz auf ihre Wohnungen und zeigen sie gerne im Internet. Nie wystarczy kontakt telefoniczny, mailowy czy na łączach społecznych. Ważne jest miejsce spotkania. Takim miejscem spotkania jest właśnie Medjugorje. Któryś z pielgrzymów mi powiedział, tutaj w Medjugorje czuje się obecność. Czyją obecność? Obecność Boga, obecność Jezusa. I obecność Maryi, naszej matki. Um jemanden besser kennenzulernen, muss man ihm begegnen. Es reicht nicht aus, per Telefon, E-Mail oder in sozialen Netzwerken Kontakt aufzunehmen. Der Ort der Begegnung ist wichtig. Ein solcher Ort der Begegnung ist Medjugorje. Ein Pilger hat mir gesagt, hier in Medjugorje ist eine Gegenwart zu spüren. Wessen Gegenwart? Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu und die Gegenwart Mariens, unserer Mutter. W świecie, w którym żyjemy, coraz trudniej jest o spotkanie w realu, a coraz łatwiej o kontakty w wirtualu. Coraz trudniej jest o spotkanie z kimś, komu możemy zaufać, przed kim możemy się otworzyć, a nawet wypowiedzieć to wszystko, co nas boli. I dlatego chorobą cywilizacyjną stała się samotność. In der Welt, in der wir leben, wird es schwieriger, der Realität zu begegnen. Und es wird einfacher, in der virtuellen Welt Kontakt aufzunehmen. Es ist schwieriger, jemanden zu begegnen, dem wir vertrauen können, dem wir uns öffnen und sogar alles sagen können, was uns schmerzt. Deshalb ist die Einsamkeit zu einer Krankheit dieser Zivilisation geworden. Człowieka wypowiedział słowa ciągle aktualne. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Z natury człowiek jest istotą społeczną. Dlatego też samotność doskwiera człowiekowi z różnym nasileniem we wszystkich czasach i okresach. Als Gott den Menschen schuf, sprach er Worte aus, die permanent aktuell sind. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Deshalb quält die Einsamkeit den Menschen in unterschiedlicher Intensität, jederzeit und zu allen Zeiten. To ona stanowi najważniejszy czas każdego dnia w Medjugorje. W czasie mszy świętej jesteśmy zaproszeni do dwóch zastawionych stołów. Do stołu Słowa Bożego i do stołu Eucharystii. Każdego dnia możemy się przy tych stołach pożywiać. Przecież człowiek nie żyje tylko pokarmem dla ciała, ale potrzebuje i to jak pokarmu dla duszy, dla umysłu i dla serca. Eine großartige Zeit und ein großartiger Ort der Begegnung ist die Heilige Messe. Sie ist der wichtigste Moment eines jeden Tages in Medjugorje. Während der Heiligen Messe sind wir zu zwei gedeckten Tischen eingeladen. Zum Tisch des Wortes Gottes und zum Tisch der Eucharistie. Wir können uns jeden Tag an diesen Tischen nähren. Schließlich lebt der Mensch nicht nur von der Nahrung für den Körper, sondern er braucht auch und schon die Nahrung für die Seele, für den Verstand und für das Herz.
Fragment Księgi proroka Jeremiasza ze Starego Testamentu. Ten wielki prorok, który mówił prawdę, za którą był prześladowany, doświadczał dojmującej samotności. Bóg mówi do niego: dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę. Nie ma lekarstwa, aby cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie. Nie szukają już ciebie. Ale Bóg go pociesza, mówiąc: albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę. Was bietet uns der Tisch des Wortes Gottes heute an? Ein Auszug aus dem Buch des alttestamentlichen Propheten Jeremia, dieser große Prophet, der die Wahrheit sprach, für die er verfolgt wurde. Er lebte eine durchdringende Einsamkeit. Gott sagte zu ihm: arg ist dein Schaden, unheilbar deine Wunde. Für das Geschwür gibt es keine Heilung, keine Genesung gibt es für dich. Alle deine Freunde haben dich vergessen, sie kümmern sich nicht mehr um dich. Aber Gott tröstet ihn, indem er sagt: denn ich lasse dich genesen und heile dich von deinen Wunden. Są bardzo różne i nie zawsze od nas zależne. Cierpią osoby pozbawione opieki, osoby bez rodziny, często chore, bo choroba izoluje. Cierpią sieroty, cierpią dzieci, których rodzice się rozwiedli, ale są też rodzaje samotności zawinione, zamykanie się na innych, egoizm, myślenie tylko o sobie, skąpstwo i tak wiele innych wad składają się na samotność. Drogi przyjaciele, uzroci usamljenosti. Liebe Freunde, die Ursachen der Einsamkeit sind sehr unterschiedlich und hängen nicht immer von uns ab. Es leiden die Menschen, die ohne Fürsorge sind, Menschen ohne Familie, Kranke, weil die Krankheit isoliert, Waisen leiden, Kinder, deren Eltern geschieden sind. Aber es gibt auch Arten von Einsamkeit, an denen wir selbst schuld sind. Die Verschlossenheit gegenüber anderen, Egoismus, das nur an sich selbst zu denken, Geiz und viele andere Makel schaffen Einsamkeit. Dlaczego? Bo nie wiedzą, jak żyć. Bo nie mają komu zaufać. Bo są zranieni i zamknięci w sobie. Bo są też wykorzystywani czy oszukiwani. Doznają różnych krzywd. Czują się zawiedzeni, popadają w smutek i depresję. Brakuje im godnych zaufania przewodników, bo ich nawet nie szukają. Mnogi mladi pate od usamljenosti. Ile Jugendliche leiden unter Einsamkeit. Warum? Weil sie nicht wissen, wie sie leben sollen, weil sie niemanden vertrauen können, weil sie verwundet und in sich verschlossen sind, weil sie auch ausgebeutet oder betrogen werden. Sie leiden unter verschiedenen Ungerechtigkeiten. Sie fühlen sich enttäuscht, fallen in Traurigkeit und Depression. Ihnen fehlen zuverlässige Führer, weil sie sie nicht suchen. Ojcze nasz, to mając takiego ojca może i powinien zwracać się do niego w każdej sprawie, otwierać przed nim serce i ujawniać najskrytsze myśli. Może rozmawiać z naszą matką i matką Chrystusa, pocieszycielką naszą, królową pokoju. Der Gläubige sollte sich jedoch nicht einsam fühlen, wenn er die Worte des Gebetes des Herrn, das Vaterunser, betet. Erkennt er, dass er einen Vater hat,
den er in allem ansprechen und dem er alles sagen kann und soll, dem er sein Herz öffnen und seine verborgensten Gedanken offenbaren kann. Er kann mit unserer Mutter und Mutter Christi, mit unserer Trösterin, der Königin des Friedens, sprechen. Pisał wielki polski poeta Adam Mickiewicz. Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczym. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja, proch, będę z Panem gadał. Tak, modlitwa to właśnie gadanie z Bogiem, bo On doda nam siły. Udzieli optymizmu i nadziei. Ukaże prawdziwy sens życia. To On nas pośle do innych. Und diese Gespräche mit Gott sind nichts anderes als Gebet. Der große polnische Dichter Adam Mickiewicz schrieb, Herr, was bin ich vor deinem Angesicht? Staub und nichts. Aber als ich dir mein Nichts gestanden habe, ich, Staub, ich werde mit dem Herrn sprechen. Ja, das Gebet ist das Reden mit Gott. Er wird uns Kraft geben. Er wird uns Optimismus und Hoffnung geben. Er wird uns den wahren Sinn des Lebens zeigen. Er wird uns zu anderen senden. Najpiękniejsze modlitwy, które powtarzał sam Jezus Chrystus, którymi modli się codziennie cały Kościół. Nie żywimy za siebie, żywimy za drugie. To ci nas nauczy. Wir leben nicht für uns selbst. Wir leben für andere. Dies werden uns die Psalmen lehren, die schönsten Gebete, die Jesus Christus selbst wiederholt hat und die die ganze Kirche jeden Tag betet. To prawda o ludzkim sercu. W znaczeniu innym niż anatomiczne, serce to centrum ludzkiej osobowości. Tam spotykają się myśli, zamierzenia, uczucia i ludzkie sumienie. O wartości człowieka decyduje czystość serca. O czystość ciała dbamy aż do przesady, z użyciem tylu środków sanitarnych i kosmetycznych, jakimi pełne są galerie handlowe. Die zweite Speise vom Tisch des Wortes Gottes, die uns heute angeboten wird, ist die Wahrheit über das menschliche Herz. In einem nicht anatomischen Sinne ist das Herz das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit. Dort treffen sich Gedanken, Vorhaben, Gefühle und das menschliche Gewissen. Die Reinheit des Herzens bestimmt den Wert einer Person. Wir achten übermäßig auf die Reinlichkeit des Körpers, indem wir viele hygienische und kosmetische Produkte verwenden. Die Einkaufszentren sind voll davon. Niech to, co przychodzi z zewnątrz, czyni serce nieczystym. Nie tylko niektóre potrawy uważane za nieczyste, ale nawet zewnętrzne złe wrażenia zmysłowe, na które czyste serce jest odporne. Już by się wyższe trzeba librinuti za... Wir sollten uns mehr um die Reinheit des Herzens kümmern, die noch wichtiger ist. Und Christus gibt uns heute eine Lektion über die Reinheit des Herzens. Nicht das, was von außen kommt, macht das Herz unrein. Nicht irgendwelche Speisen, die als unrein gelten. Aber es gibt auch äußere Einflüsse, böse Einflüsse unserer Sinne, gegen die ein reines Herz jedoch resistent ist. Jesus mówi do swoich, nie to, co wychodzi z ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. I tłumaczy dalej, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym.
Jesus sagt zu seinem Volk, es macht den Menschen nicht unrein, was durch den Mund hineinkommt, sondern was aus dem Mund herauskommt. Das macht den Menschen unrein. Die Jünger verstanden nicht ganz, worum es ging, und Jesus erklärt es ihnen als Kenner der menschlichen Natur. Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Er erklärt weiter, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen Essen macht ihn nicht unrein. Wir setzen fort mit der Eucharistiefeier in der Kirche.
pomolimo se. Svojoj crkvi, Gospodine, dao si zadaću da bude znak tvoj. Lasset uns beten, deiner Kirche hast du die Aufgabe gegeben, das Zeichen deines Königreichs auf Erden zu sein. Führe sie mit deiner Gnade, damit ihr Leben ein treues Bild deiner Güte gegenüber jedem Menschen wird. Wir bitten dich. Sei das Licht unserem Papst Franziskus allen Hirten der Kirche. Gebe ihnen die Weisheit der Führung, damit in deinem Volk die Treue gegenüber dir wächst und die evangelische Liebe möge alle Bemühungen und alle Beziehungen unter den Menschen wandeln.